Ja. So, ich bin hier in Wasserzell an der Altmühl, habe jetzt 4 Tage Zeit. Schauen wir mal, wie lange ich Bock habe. So, drin in der Altmühl und los geht's. Da vorne haben wir schon die erste Biberspur. Bin mal gespannt, wo ich den ersten Bau finde. Hier sind wir eine schöne Müllhalde. Hier sind wir mal so kleine Ausbuchtungen. Aber nachdem es hier auch so verboten ist, nicht reinzufahren, fahren wir auch nicht rein. Das ist da drüben. Das dürfte die Burg von Eichstätt sein. So, hier haben wir das erste Wehr, wo es dann auch nur dann rechts vorbei muss. So, jetzt haben wir schon bereits das erste Wehr. Das müssen wir jetzt rechts umtragen. Kajak ums Wehr geschleift und weiter geht's. Ja, also ein Schwanennest. Das ist ein ganz ein braver Schwan. Der ist Paddler gewöhnt, eindeutig. Ja, okay, wenn die da sind, das heißt, hier ist die Schwarzmeermuschel drin.
Rundblick über Eichstätt. Aber nicht von ganz oben. Geht vermutlich noch höher, wenn man darf. Das scheint der Haupteingang zu sein. Ich bin vorher hier im Eingang durch. Schade, wie es da ausschaut. In den hinteren Teil der Burg kommt man nicht. Schade. Hier ist die Einfassung zum tiefen Brunnen und der ist gut, dass er gesichert ist, weil das geht 75 Meter in die Tiefe. Da kann man fast einen kleinen Bungee-Sprung machen. Das Ding nimmt kein Ende, geht noch höher. So, ein Blick auf die Altmühl, von da oben bin ich gekommen. Cappuccino und Ehren kann niemand verwehren.
wieder da. Und wie es so ausschaut, alles da. So, wieder drin. Und von oben habe ich schon den nächsten Edeka gesehen. Hoffentlich komme ich da auch aus dem Wasser raus. Nee, da ist ein Schlauchwehr drin. Okay, neuer Plan. Da hinten hätte es einen Lidl, den ich gesehen habe, aber da kommt man nicht hin. Da muss man mal 5 Meter rauf, rechts oder 5 Meter links laufen, weil alles zu ist. Naja, schauen wir mal mitten in der Stadt. Was ist das für eine Ente? Okay, ich sehe es ein, drüber fahren wäre wohl nicht gut gegangen. Bin ich mit meinem Boot. So, dieses Wehr hatte dann Fisch und Geungsbach. Ja, ich wollte mal schauen, ob wir wirklich gehen können. Jetzt bin ich davor, noch mal auszusteigen. Mich würde es nur interessieren, was unsere Brücke so gefährlich ist, dass man da nicht durchfahren darf. Gleich dahinter ist wieder ein Einstieg. Naja. Rund um Eichstätt sind mehr mit Umsetzen beschäftigt als mit Fahren. Das ist mal hier ein richtig schnell fließendes Stück. Da macht auch der Gegenwind nichts mehr aus. Oh, in der Rückansicht hätte es da wieder ein schönes Altwasser. Da vorne hat die Rekordstromschnelle für den heutigen Tag. So. Wenn Sie ein bisschen vieles geschafft haben, dieses Hindernis mitten im Fluss genau zu treffen.
hier ist eine Rückansicht, ein schönes Altwasser. Was dieses Häuschen wohl gut sein soll, keine Ahnung. So, hier hat sie ein richtig fettes Altwasser. Er hat hier eine kleine Stromschnelle. So, hier ist ein schönes Altwasser. Hier so ein schönes Altwasser. Oh, hier ist echtes Blöd im Staubereich und der volle Gegenwind. Wieder mal ein schönes Altwasser. Es geht richtig weit hinter sogar. Also muss man sagen, so ein Tisch und Bank ist ein Luxus, was oft auf offiziellen Campingplätzen total fehlt.